Der eine oder andere kennt es vielleicht, wer auf Facebook unterwegs ist, wird hier und da mal mit so Werbeeinblendungen, ja, penetriert, sage ich mal. Ab und an mal sind die Anzeigen, die dort aufpoppen, für mich jedenfalls optisch gesehen hier und da mal auch interessant. So habe ich mal, ich glaube über Wish war das mal, so ein Gürtel mit einer Kobraschnalle bestellt. Ganz nettes Ding. Mein letzter Erwerb über diese Anzeigen ist von einem deutschen Vertrieb und zwar von der Feldschmiede.com. Links poste ich euch wie gehabt unten in der Videodescription. Und zwar geht es um diese Jacke. Das ist von der Firma Feldschmiede die Combat Fleece Jacke. Ja, Combat Fleece Jacke. Ihr werdet jetzt natürlich sagen, ey Ken, wir haben Sommer, 30 Grad und du läufst mit einer Fleecejacke durch die Gegend? Lieferung hat ein bisschen länger gedauert, weil die Farbe, die ich haben wollte, in der Größe war zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar. Ihr habt mich ja schon hier und da mal in den letzten Videos, wo ich die Jacke quasi als Requisite anhatte, gefragt, wo ich diese Jacke her hatte, was es denn für eine Jacke ist. Und dann habe ich gesagt, hier komm, wir machen mal ein Video drüber. Und jetzt kriegt er sie auch in voller Sicht. So, und jetzt seht ihr mich mal wieder in halbvoller Pracht, Becken aufwärts. Das, was unten ist, ist uninteressant. Worum handelt es sich denn bei dieser Jacke? Nun, es handelt sich, wie der Name schon sagt, um eine Fleecejacke im militärischen Stil. So wie sie heute gerne mal getragen wird. Ist sie 100% authentisch? Keine Ahnung, ich kenne mich mit Militärklamotten nicht wirklich aus. Mir ging es nur darum, ich habe einfach mal eine etwas andere Jacke gewollt und die ist mir so ein bisschen ins Auge gesprungen. Was sind denn bei dieser Jacke die Features? Nun, Nummer 1, ich komme ein Stückchen näher. Sie ist Vlies. Ein angenehmes, weiches Vlies. Militärisch modern haben wir jede Menge Klettflauschflächen. So haben wir hier oben, links und rechts an der Brust, zwei Flausch für diese Namenspatche, die man machen kann. Oder Blutgruppe oder was auch immer, was einem gerade so in den Sinn kommt. Wir haben auf dem linken Arm eine große Fläche. Wir haben noch eine weitere senkrechte große Fläche für Patche. Wir haben auf der rechten Seite oben eine große Fläche, hier nochmal eine große senkrechte Fläche. Für Gummipatche, Stoffpatche, was auch immer. An beiden Ärmeln jeweils Taschen, zum Beispiel Schreibzeug oder Päckchen Zigaretten, wer Raucher ist. Dasselbe auf der linken Seite ebenfalls mit schönen großen Reißverschlüssen versehen. Wir haben auf der Rückseite hier oben noch eine große querliegende Patchflauschfläche. Da kann ebenfalls ein Patch drauf gemacht werden, wer das möchte. Der Kragen dieser Jacke geht schön weit hoch, dass er also auch, wenn man jetzt draußen ist, ein bisschen windig ist, dass der Kragen entsprechend geschützt bleibt. Selbstredend haben wir links und rechts, oh, von meiner Spanienreise, mein Reisepass noch. Wir haben links und rechts ganz normal Vlies gefütterte Seitentaschen. Sehr angenehm. Über Klettstreifen einstellbare Ärmelbundgrößen. Und wenn man die Jacke aufmacht, natürlich dann auch hier von den Fließtaschen her nochmal eine Innentasche auf jeder Seite. Preis dieser Jacke liegt bei 64,99 €. Ist ein vernünftiger Preis für eine Jacke, die in meinen Augen eine brauchbare Qualität hat. Für gewöhnlich ist unten in der Taille im Bund noch ein Gummizug drin. Diese Gummibünde hasse ich echt wie die Pest, weil die einfach die Jacke unten viel zu eng machen. Die habe ich bei mir entfernt. Die Passform dieser Jacke ist für mich in Ordnung. Das hier ist jetzt eine Größe L. Normalerweise trage ich Jacken in der Größe M. Das bedeutet, diese Jacken fallen durchaus klein aus. Bedenkt das bitte beim Bestellen. Und jetzt kommt die Besonderheit bei dieser Jacke, die fand ich eigentlich ziemlich cool. Und wie ich gerade gesehen habe beim Nachgucken, ist immer noch aktiv. Und zwar inklusive Kragenstick. Ich habe mir hier oben an der linken Seite, also ob man das so tatsächlich so sieht, habe ich den Namen meines YouTube-Kanals sticken lassen. Deutsche Schützen Gun Vlog. Eigentlich eine ganz, ganz nette Geschichte. Da könnt ihr einsticken lassen, was ihr wollt. Meinen Namen wollte ich ja jetzt nicht unbedingt reinsticken. Mein Verein jetzt auch nicht unbedingt. Aber dieser Kragenstick ist inklusive bei den 64,99 € zuzüglich Versand. Eine coole Geschichte. Alles in allem muss ich sagen, ich finde die Jacke sehr angenehm. Ach so, ja, ganz vergessen. Wir haben noch hier die Achselschweißbelüftungsreißverschlüsse links und rechts. Ganz vergessen, um eben
wenn es ein bisschen wärmer ist, hier unten ein bisschen Luft reinzukriegen. Ja? Ob man es jetzt tatsächlich braucht, ist eine andere Thematik. Gibt aber nochmal, wenn man es aufmacht, ein bisschen mehr Spielraum, um die Arme zu bewegen. Alles in allem muss ich sagen, ich finde die Jacke sehr, sehr angenehm. Sie trägt sich sehr, sehr schön, sehr gemütlich, hält sehr schön warm, ist relativ winddicht. Wasserdicht würde ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, aber sie ist sehr, sehr komfortabel. Wie gesagt, ihr habt mich mehrfach gefragt, hier ist die Jacke, wem sie gefällt, bestellt sie euch bei der Feldschmiede, Link poste ich euch unten. Die Jacke gibt es in zig verschiedenen Varianten mit vorbestickten Brustemblemen der verschiedenen Militärgattungen, Abteilungen, wie man das beim Militär auch nennen mag. Wer zum Beispiel jetzt bei den Fallschirmjäger war, bei den Feldjäger, bei den Panzergrenadiere, was auch immer, der kann sich die Jacke mit seinem Gattungslogo, Insignia, was auch immer, bestellen. Das ist die Combat-Fließjacke aus dem Hause Feldschmiede. Bis dann.